So föhnst du deine Haare richtig. Haare sollten nach Möglichkeit nicht zu nass geföhnt werden, sondern eher, wenn sie handtuchtrocken sind. Verwendet vorher immer einen Hitzeschutz. Das von Fanola kann man sogar ins trockene Haar vor dem Haareglätten reinmachen. Föhnt eure Haare bitte immer auf mittlerer bis kalter Stufe. Das ist nämlich besser. Der Föhn sollte nicht zu nah an die Haare dran gehalten werden. Haltet lieber etwas Abstand. Hier seht ihr noch ein paar weitere wichtige Punkte beim Haareföhnen. Um meine Haare etwas glatter geföhnt zu bekommen, verwende ich zur Hilfe noch eine Bürste. Das macht die Haarstruktur nämlich noch ein wenig glatter und glänzender. Hier seht ihr nochmal den Unterschied mit Bürste und ohne. Die andere Seite ist nicht so glatt und glänzend wie die andere Seite. Am Ende habe ich dann die andere Seite auch nochmal glatt geföhnt. Und so sieht das Ganze dann am Ende aus. Probiert es auch mal aus.